Übrigens, bei den Tipps, die ihr mir gibt, ne, bei den Wünschen, bei den Tipps und so weiter, guckt bitte vorher, ob das in den Kommentaren schon vorher steht. Weil die Sache ist, ich kriege ja heute noch im Januar-Simulator Tipps für Sachen, die ich auch schon längst umgesetzt habe, aber wo die Kommentare halt nur aus diesem Tipp bestehen. Und das ist immer ein bisschen mühsam, das zu lesen. Deswegen einfach gucken, ob das vorher da ist. Ich werde es auf jeden Fall lesen, ne? So, das ist so freakig einfach. Okay, was wir jetzt noch machen müssen, das ist wirklich wichtig, wir ziehen uns jetzt die Handschuhe an. Das ist jetzt, was wir jetzt machen, da dürfen wir keine Fingerabdrücke hinterlassen und warten jetzt, bis Corona kommt. Die müsste eigentlich am Montag ihr Essen machen, oder? Ja, hier macht sie das am Montag. Oh, das ist so süß. Nummer 1. Nummer 2. Hier, guck mal. Nein, willst du nicht? Okay. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Nein? Okay. Und eine Sache möchte ich noch ausprobieren, die ich halt wirklich zufällig hatte. Einmal. Die hatte ich nur ein einziges Mal. Und ich möchte das mal ein bisschen provozieren. So, sie hat ihr Messer da gelassen. Keine gute Idee. So, ich glaube, ich nehme mal dich. Habe ich das Messer weggelegt? Ja. Und ansonsten, unten ist keiner. Ich habe da was auf dem Screenshot gesehen. Boah, das will ich jetzt machen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Klappt nicht so, wie es klappen sollte. Schade. Aber vielleicht erkennt man es ja trotzdem. Egal, das können wir irgendwann nochmal machen. Nein, funktioniert leider nicht. Ich habe versucht, ein Herz zu machen. Ich wollte es aus einer Blutspur machen, aber es hat nicht funktioniert. Okay, hier kann ich dich runterwerfen, ne? Ja. So, tschüss. Dann gehen wir mal. Kein juckt es, kein juckt es. Aber wir werden uns jetzt mal die Sachen säubern. Und ich hoffe, dass es mit den Handschuhen auch funktioniert. Das ist echt voll blöd, ne? Ja, finde ich auch. Das ist echt voll blöd mit den Handschuhen, dass die, wenn das so ein Bug wäre irgendwie, dass das Spiel mir irgendwie sagt, hey, du hast ja die Klamotten nicht verbrannt, obwohl ich die verbrannt habe. Das ist wirklich scheiße dann. Okay, wir machen uns einmal nackig. Die haben halt auch noch gar nichts gefunden. Also wir haben da oben keinen Timer jetzt stehen. So, dann gehen wir mal eine Runde duschen. Wieder hier hin. So, und denkt daran, wir hatten Handschuhe an. Werfen das hier rein. Ah, das haben wir noch vergessen. Warte. Und ich hab's jetzt angefasst. Ah, ich bin so doof! Mann, ich bin so verpeilt einfach. Ich bin so verdammt nochmal verpeilt. Kannst du mal bitte das Messer fallen lassen? Wie kann ich denn nochmal... Huch! Das hatte ich doch alles schon gemacht. Ich bin so verwirrt einfach. Wahrscheinlich steht das gerade auch schon wieder in den Kommentaren, wie ich das blöde Messer fallen lasse. Es war doch mit Q. Ich weiß doch, dass das mit Q war, oder nicht? X, Y, den hier, nein. Wie lassen wir das blöde... Ah, so, okay. Einfach die zwei gedrückt halten. Ja, das blöde ist, jetzt sind unsere Fingerabdrücke dran. Es ist einfach zum Heulen. Weißt du was? Wir machen nehmen einfach den anderen Tag dafür. Wir nehmen jetzt unsere Sachen, verbrennen das alles, auch das Messer, und dann machen wir das morgen nochmal.
Oder wir lassen uns jetzt drauf ankommen und haben eventuell glücklicherweise einen Bug, der sagt, hey, die hatte, als der Mord geschah, Handschuhe an. Und das zählt. Und nicht, dass sie die, dass sie das danach nochmal angefasst hat. Sollen wir mal gucken? Ich glaube, das machen wir mal. So, rein mit dir. Lachen mal kurz. Damit ist ja auch keiner verdächtig. Weil kann ja sein, dass ich das Messer auch hatte, aber es ist ja nicht mein Messer, es ist ja das von Kokona. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt geht's los. Die Polizei kommt an der Schule an. Sie haben die Leiche gefunden. Sie haben das Messer gefunden mit dem Blut von Midori. Scheiben! Nein! Ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal. Keine Panik, keine Panik. Das machen wir jetzt ganz schnell. Wir sind noch im Kochclub, so wie es aussieht. Okay. Klasse. Blub. Nochmal. Okay, jetzt ab in den Kochclub. Zumindest denke ich das, weil ich hier gerade noch dieses Tuch auf habe. Aber ich kann sicherheitshalber nochmal gucken. Das mit den Join ist ja wirklich schnell gemacht. Plupp. Da nicht. Ich bin eine Pappnase. Greetings. Gut, wir sind noch da. Goodbye. Ich weiß, dass ich nicht gequittet habe jetzt. So, also. Wart noch, bis alle da sind. Das ist böse Vibe. Kona, beeil dich ein bisschen. Oh Mann, die sind so süß. Ich muss noch mal gucken. Okay, einen macht sie noch. Oh, Entschuldigung. Süß, jetzt steht der da. Okay, wir schnappen uns das Messer. Wir gehen wieder hoch zum Dach. Wir machen den hier. Und wir lassen das Messer fallen. Wir gehen nach unten. Hoffen, dass keiner da ist. Okay, wir können uns da rausmogeln. Wo mogel ich mich jetzt am besten raus? Ich glaube, hier kann ich nach links. Ja. Und jetzt hier rein. Man weiß halt noch nicht, wozu das mit der Kettensäge und den Zerteilen gut ist. Er meint, das hat einen guten Grund und das werden wir noch irgendwann erfahren. Ich finde es halt lustig in... Er redet halt manchmal zwischen den Zeilen. Also er schreibt manchmal zwischen den Zeilen. Das finde ich immer ganz cool. Da ist man natürlich noch neugieriger auf die ganzen Sachen. So. Ah, warte mal, ich ziehe mir was an. Okay, das ist wirklich ein Bug, muss ich sagen. Das ist definitiv ein Bug. So, jetzt aber. Das Messer habe ich fallen gelassen. Jetzt bin ich schon wieder so... Habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Das Messer habe ich fallen gelassen. Meins, es geht viel, viel schneller. Jetzt ist es super. Mein Plan sollte aufgehen. Nein! Nein! Oh, warum habe ich das getan? Oh Mann! Scheiße! Okay, kein Problem, kein Problem. Okay, wir haben noch eine Stunde. Es ist kein Problem, warte. Es ist noch nicht verloren. Es ist absolut noch nicht verloren.
Ich wollte gerade wieder neu starten, aber es ist nicht verloren. Wir warten jetzt, bis die Uhr da abgelaufen ist. Schneller geht's leider nicht. Boah, ich bin so verpeilt einfach manchmal. Das ist furchtbar. Wenn ich privat spiele, ist das gar nicht so sabber. Werde ich wütend. Okay. So, alles in Ordnung. Wir verlassen die Schule. Okay. Die Polizei ist jetzt an der Schule angekommen. Sie haben die Leiche von Midori Gurin entdeckt. Die Polizei hat ein Messer entdeckt, das mit dem Blut von Midori Gurin getränkt ist. Die Polizei findet die Fingerabdrücke von Kokona Haruka auf der Waffe. Kokona Haruka ist verhaftet worden von der Polizei. Ist ein Bug? Nein, jetzt wirklich ohne Scheiß, da ist ein Bug. Ich habe die Schuluniform verbrannt und ich habe die Handschuhe verbrannt. Das haben die uns beide festgenommen, das kann ja mal gar nicht sein. Wie wollen die uns denn beide festnehmen? Hä? Okay, das ist was ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Bug ist. Weil es geht eigentlich. Und ich habe es auch schon getan. Es muss eigentlich funktionieren. Eigentlich. Das ist wirklich komisch. Das ist wirklich ganz komisch. Ich bin wirklich gerade total verwirrt. Helft mir, Leute. Helft mir. Ich wünschte, ich könnte jetzt gerade in diesem Augenblick die Kommentare lesen. Warte mal. Jetzt möchte ich was ausprobieren, ja? Das ist ja das böse Mädchen, ne? Komm mal mit. Komm mit. Ich möchte was ausprobieren. Weil mir das einfach auch gerade gar keine Ruhe lässt. Und dann möchte ich noch zwei andere Personen zu diesem Versuch hinzuziehen. Ich mache das, hab das falsch gemacht. Ich nehme das rituelle Messer dafür. Ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt, hä, was macht ihr denn? Die faselt hier schon wieder irgendeinen Scheiß, aber ich möchte das Messer nehmen, ne, für das Ritual. Und ich möchte hier in diesem Raum die Böse und die zwei Schwestern, wo gedacht wird, dass die eine Succubus ist und die andere ein Vampir. Die drei möchte ich opfern vorne und möchte gucken, ob das irgendwie was bringt. Wenn ich dann halt nochmal in diese, naja, Parallelwelt da gehe. Sie meint ja too early. Und dann will ich gucken, wie das ist, wenn wir Freitag haben. Ob es dann immer noch too early ist. Also ich möchte einfach wissen, was da passiert. Kommst du hier rein? Super, danke schön. Komm mal mit, bitte einmal hier hin. Ja. Nummer 1. Die anderen sind auf dem Dach. Ich muss sie hier töten, aber dann... Schaffe ich das überhaupt? So von der Zeit her und von den Klamotten, die ich wechseln muss, hierher. Ich habe den... Ja, wisst ihr was, ich kann auch einfach da nackend rumlaufen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ob das so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Die beiden Schwestern müssten eigentlich jetzt oben auf dem Dach sein. Vor der Schule und in den Pausen. Müsste eigentlich funktionieren alles.
Oder muss ich... Ne, Kokona glaube ich nicht, dass ich sie da irgendwie opfern muss, oder? Mann, das sind so viele Sachen, die man einfach erstmal rausfinden muss. Oh. Keiner gesehen. Was mache ich überhaupt? Ich bin total falsch hier. Alle schon da? Keine Sorge, alles okay. Ich renne hier nur nackt rum und verbrenne gerade meine Kleidung. Beziehungsweise gleich mache ich das. So. Hier ist keiner. Ich gehe mir ganz kurz mal was anziehen. Das ist mir gerade doch irgendwie zu. Oder? Ach, was soll's. So, dann gucken wir mal. Hat hier irgendjemand irgendwie... Ich glaube, die haben die Leiche entdeckt, oder? Nein! Oh, ich bin so doof. Oh, oh. Okay, warte. Egal, so kann ich euch eigentlich das andere zeigen. Das, was ich einmal durch Zufall hatte. Ihr habt ja gesehen, die beiden Schwestern. Die haben... Oh, ich steck mal, glaube ich, kurz das Messer da rein. Oh, hallo. Es geht, obwohl die Leute hier drin sind. Okay. Nichts anders? Hallo? Ist immer noch das Gleiche. Muss ich vielleicht alle da töten? Nein, das ist zu extrem. Ich glaube halt auch, dass ich irgendwie alle in dem Kreis töten muss. Guck mal, die brennt. Okay, wir nehmen das mal. Hallo? Habt ihr es gehört? Habt ihr... Hä? Habt ihr es gehört? Warte mal. Warte mal, ich muss... Oh nein, der ist Senpai. Scheiße. Ah! Wie nervig! Na, egal. Muss ich das irgendwie aufladen, das Messer oder was? Oder es kann natürlich auch sein, dass da noch gar nichts irgendwie drin ist. Dass wirklich nur das, was wir da gesehen haben, dass es das Einzige ist, was wir machen können. Hat sich nichts geändert. Aua, aua, aua. Du hast dich ja noch bewegt, du lebst ja noch. Okay, wir müssen hier raus und uns waschen. 3 Minuten habe ich noch. Hört ihr? Boah, die Musik. Das ist so krass einfach. Okay, kurz waschen. Wenn er mir gleich wieder sagt, dass er irgendwelche Textilien von mir gefunden hat, dann sorry. Das kann nicht sein. Also irgendwelches Blut auf meiner Kleidung, denn ich habe auch gar keine Kleidung an davon ab. So, rein da. Ich glaube, ich sollte mal lachen. Ich glaube, mir geht es nicht so gut. Stopp! So, Polizei, was jetzt? Erinnert euch an die Schwestern, die waren ja Zeugen. Die haben mich gesehen. Mal gucken, ob das klappt. Polizei ist da. Okay, ich bin fein raus.
Ich bin fein raus. Sie ist im Knast. Okay. Okay, das ist aber die Tage halt so, weil wir hin und zurück gesprungen sind. So, ihr beiden. Wir können jetzt nicht mehr in diesen Okkult... Wow, in diesen Okkult-Okkult-Club. Hey, hi. Don't talk to me. I know you killed someone. I'll make sure everyone knows what you've done. Jemand will sterben. Okay. Was mit dir? Don't talk to me. I know. So, das passiert dann mit den Zeugen. Someone. I'll make sure everyone knows what you've done. So, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen, mach mal einmal ganz kurz, die Atmosphäre muss ich ändern. Oh, die Atmosphäre ist ja noch schlimmer. So, dann machen wir... Wir machen hier erstmal gar nichts. Ich möchte die beiden... Ich muss mal ganz kurz... Ich weiß nicht, was ich... Aber ich muss mal ganz kurz... Die beiden, die nerven mich. Ihr werdet ja irgendwann nochmal oben auf dem Dach sein. Wisst ihr was? Ich beschleunige das einfach mal ein bisschen. So. Und mache dann mal den hier. So, ihr beiden. Ich kann die beiden jetzt nicht mehr da reinbringen, ne? Warte mal, ich mach das mal so. Weil der Club ja auch eigentlich zu ist. Das ist egal, das wollte ich jetzt auch überhaupt gar nicht machen. Kannst du euch trotzdem mal zeigen. Eigentlich sollten wir da nicht mehr rein können. Man kann sich wohl irgendwie trotzdem porten, aber ich weiß nicht genau, wie meine Nase juckt so sehr. Hallo, Frau Lehrerin. So, Nurse Office. Sagt die eigentlich irgendwas? Kann ich auch nicht rein. Oh, da sind die anderen Mitglieder vom... Hallo, guck mal. Schön. Die schläft nur. Sie ist eine Succubus. Ihr habt selber gesagt, was ist mit euch los? Ne, wir können nicht mehr rein. Ich hab dich schon so gefunden, was willst du? Naja, ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich habe schon wieder... Oh Gott, ich habe schon jetzt 2:20 aufgenommen. Also viel zu viel, so lange wollte ich heute gar nicht aufnehmen. Ich habe mich einigermaßen aktuell mit meinen Spielen, das tut mir leid. Wisst ihr was? Ich werde jetzt aufhören zu spielen. Ich werde echt aufhören zu spielen. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ja... vielleicht spielen wir ja das nächste Update schon in den nächsten Folgen. Vielleicht ist auch gerade zu dem Zeitpunkt schon ein Update rausgekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es ist nicht allzu schrecklich, weil ich doch immer ein bisschen länger brauche. Aber das mit den Abkürzungen... das ist auf jeden Fall jetzt viel, viel angenehmer. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye!